Mein Name ist Steffen Eifert. Ich bin hier als Vertreter von Mr. Max Party Team. Wir sind eine DJ-Agentur aus Stuttgart und Partyveranstalter. Ich sitze im Moment hier im Perkins Park. Das dürfte den meisten ein Begriff sein. Eine der führenden Diskotheken in Deutschland wollte eigentlich dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiern. Das fällt aus gegebenem Anlass vermutlich genauso aus wie die ganzen Veranstaltungen, die wir hier seit 25 Jahren als Veranstalter machen dürfen. Immer am dritten Freitag haben wir unsere Laboom-Party. Die findet seit März nicht mehr statt, aus gegebenem Anlass. Genauso wenig gibt es die meisten anderen Events, die wir normalerweise machen als DJ-Agentur. Wir haben normalerweise in den 35 Jahren, die wir das jetzt machen, pro Jahr 800 bis 1000 Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeste. Das ist dieses Jahr natürlich total zusammengebrochen. Als es losging mit Corona, das war ja, Februar, März, da war es zunächst eine vage Meldung aus China, die ich durchaus mit gewisser Sorge zur Kenntnis genommen habe, aber natürlich damals noch nicht abschätzen konnte, auf was das Ganze rauslaufen würde. Dramatisch wurde es für uns dann Mitte März mit dem ersten Lockdown, was für uns als DJ-Agentur natürlich bedeutete, dass wir schlagartig auf Null gesetzt wurden. Denn wenn keine Events mehr erlaubt sind, dann braucht natürlich auch niemand einen Discjockey. Das heißt, was eigentlich ein ganz normales Jahr hätte werden sollen, war dann zunächst mal 3 Monate lang gar nichts mehr. Also gar nichts im Sinne von wirklich gar nichts. Was aber leider nicht bedeutete, dass wir 3 Monate Urlaub gehabt hätten, sondern wir saßen genauso im Büro wie zuvor auch, nur dass wir jetzt keine Angebote mehr geschrieben haben und keine Beratungen für Veranstaltungen mehr gemacht haben, sondern dass wir eben die Stornos bearbeitet haben. Das heißt, wir haben ganz normal weitergearbeitet mit dem Ergebnis, dass wir immer weniger Geld verdienen würden, logischerweise. Denn wenn die Brautpaare nicht heiraten dürfen, ihre Hochzeit nicht feiern dürfen, braucht es keinen Discjockey. Ja, die 3 Monate haben wir Gott sei Dank überstanden. Das ist der Vorteil, wenn man 35 Jahre den Job macht, dann hat man natürlich ein bisschen Reserven, denn man sollte ja auch für seine Altersvorsorge sorgen. Und ja, von der haben wir dann halt gelebt. Es gab staatliche Unterstützung, das muss man ganz klar sagen und das muss man auch positiv vermerken, denn wenn man überlegt, was normalerweise in der Bürokratie alles hängen bleibt und wie lange Sachen dauern, dann war es schon erstaunlich, dass die zuständigen Gremien doch so kurzfristig und so schnell ein Hilfsprogramm auf die Beine gestellt haben, das natürlich die Kosten nicht vollständig gedeckt hat, aber immerhin dazu beigetragen hat, einen Teil der Kosten zu übernehmen und damit das Überleben natürlich erleichtert hat. Für uns war es verschmerzbar, richtig bitter war es natürlich für die von unseren Discjockeys, die hauptberuflich als DJs arbeiten, denn denen wurde de facto auch ein Berufsverbot erteilt. Und das hat natürlich viele schon vor eine extrem schwere Situation gestellt. Nach den 3 Monaten, als dann die Lockerungen kamen, hatten wir etwa ein knappes Drittel, teilweise deutlich weniger von dem, was wir normalerweise haben an Jobs den Sommer über. Wir haben versucht, den Mangel möglichst gerecht zu verteilen, das heißt, die Discjockeys einzusetzen, die keinen Hauptberuf haben, damit die wieder ein bisschen zu Geld kommen. Es war natürlich immer sehr, sehr wackelig, denn die Entscheidungen der Behörden kamen im Prinzip von Tag zu Tag. Also niemand wusste, was ist los, die Locations nicht, die Veranstalter nicht, wir nicht. Und es war immer noch sehr viel Beratungsaufwand. Einige Brautpaare haben es riskiert zu feiern, waren dann, glaube ich, auch teilweise ganz froh, dass sie es gemacht haben. Denn als dann der zweite Lockdown kam, hatten ein paar in Anführungszeichen Glück gehabt. Viele andere haben verschoben und mussten dann teilweise wieder verschieben, weil eben im Herbst ja wieder die Einschränkungen erneut gegriffen haben. Was sage ich zu den Einschränkungen? Finanziell tun sie uns natürlich fürchterlich weh, muss man ganz klar sagen. Wir haben aufs Jahr gerechnet im Moment 84% Umsatzrückgang. Das heißt, 15% von dem, was wir normalerweise haben, sind noch übrig. Die Kosten waren natürlich auch reduziert etwas dadurch, dass weniger stattfand, aber natürlich nicht in gleichem Maße. Das heißt, wir fahren natürlich ein solides Defizit und da geht es uns, wie es fast allen in der Veranstaltungsbranche geht. Also von der finanziellen Situation her muss ich natürlich sagen, fürchterlich. Aber realistisch gesehen, eine Pandemie ist eine Naturkatastrophe. Und Naturkatastrophen haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie negative Folgen haben. Insofern ist es müßig, darüber zu lamentieren. Das hat sich keiner rausgesucht, dass Corona kommt. Es ist da und wir müssen sehen, dass wir das Beste draus machen. Vom Ansatz her
finde ich die Strategie unserer Regierung richtig, dass man einschränkende Maßnahmen ergreift und dass man versucht, im Rahmen der Möglichkeiten die zu stützen, die es besonders hart trifft. Ich sage ausdrücklich versucht, da ist noch viel Luft nach oben, aber man muss natürlich auch wiederum klar sehen, eine Demokratie, ein föderalistisches System, wahnsinnig viele Beteiligte und extrem unvollständige Informationen sind natürlich Zutaten, die fast zwangsläufig dazu führen, dass auch die Verantwortlichen letztlich rumeiern und versuchen, irgendwas hinzukriegen und sie versuchen es im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie man so schön sagt. Wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben, was man verbessern könnte, aber realistisch gesehen kann man zumindest sagen, sie geben sich Mühe. Der zweite Lockdown bedeutet für uns, dass jetzt wieder nichts geht. Erneut de facto ein Berufsverbot. Wir werden auch diese Phase überleben wirtschaftlich. Anderen, die mehr investiert hatten, die höhere Fixkosten haben, glaube ich, wird die Luft langsam dünn. Und deswegen wäre es wirklich wünschenswert, dass die Hilfsprogramme jetzt schnell und so kommen, dass sie tatsächlich wirken, dass sie denen helfen, die einfach jeden Monat Raten bezahlen müssen und langsam nicht mehr wissen, wovon sie das machen sollen. Leider hat der erste Lockdown gezeigt, dass auch sehr viele Betrüger auf diesen Zug aufspringen. Und insofern verstehe ich, dass man nicht einfach Geld auszahlt, um nachher festzustellen, dass es an den Falschen ging. Ich hoffe wirklich, dass die zuständigen Gremien einen Weg finden, denen zu helfen, die es brauchen und nicht zu sehr auf welche reinzufallen, die es ausnützen wollen. Für mich persönlich hatte der Lockdown nicht nur negative Folgen. Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber auf eine Art war es ein großes Glück. Mein 94-jähriger Vater ist 2 Wochen, nachdem der Corona-Lockdown kam, gestürzt, hat sich das Becken gebrochen, was bei 94-Jährigen natürlich bedeutet, dass sie zum Pflegefall werden. Und dank Corona hatte ich ausreichend Zeit und mich zusammen mit meiner Frau, um ihn zu kümmern. Das war großes Glück. Insofern haben wir persönlich ein sehr zwiespältiges Gefühl, wenn wir sagen, Corona ist schrecklich, ganz klar. In diesem speziellen Fall war es Glück, weil es uns die Zeit gegeben hat, die wir sonst überhaupt nicht gehabt hätten, um ihn bestmöglich versorgen zu können. Insofern hat jede Krise, wenn man Glück hat, auch ein bisschen was Gutes. In dem Fall hat es uns geholfen. Was für mich persönlich noch sehr interessant ist, da ich selber auch seit 35 Jahren als Diskjockey arbeite und in der Regel mindestens samstags, oft auch freitags und samstags als mobiler DJ unterwegs war, war mir ein vollständig freies Wochenende nahezu unbekannt. Und ich muss sagen, es hat was. Die ganze Zeit daheim sein zu können und einfach Zeit zu haben, nicht um 15 Uhr dran zu denken, ich packe jetzt meine Sachen und fahre los, morgens um 5 heimzukommen, dann zu schlafen, ein paar Stunden zwischendurch, halb um Nacht daheim zu sein und dann auf den nächsten Job zu fahren, wieder morgens um 5 heimzukommen und dann ist es bereits Sonntagmittag, wenn man aufwacht und das Wochenende ist schon fast wieder rum. Das ist auch ein schönes Gefühl, muss man sagen. Also finanziell wird es auf die Dauer natürlich ein bisschen eng, wenn das so weitergeht, aber von der Lebensqualität her hat es auch seine Vorteile. Schade ist natürlich, dass man mit der vielen freien Zeit wenig anfangen kann, keine Konzerte, man darf kaum jemanden treffen, man kann nicht essen gehen, das ist natürlich... Aber allein mit der Familie mal Zeit zu haben, ist auch was Schönes. Insofern, ja, es ist doof, aber ich komme im Moment noch ganz gut damit zurecht. Ich hoffe natürlich, dass wir Mitte nächsten Jahres wieder zur Normalität zurückkehren können, wenn das mit dem Impfstoff tatsächlich so funktioniert und man das schafft, zumindest die Risikogruppen damit so weit zu schützen, dass man sagen kann, die Jüngeren, die ja größtenteils gar nicht so sehr betroffen sind von dieser Pandemie, die dürfen wieder mehr machen. Dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und dementsprechend hoffe ich, dass wir nach maximal einem Jahr Pause, vielleicht im März, April nächsten Jahres, hier auf dieser Tanzfläche wieder unsere Laboon-Party feiern können und dass Brautpaare wieder ihre Hochzeit feiern dürfen und dass Geburtstagskinder wieder ihre Jubiläumsfeier feiern dürfen und dass vielleicht irgendwann auch die Firmen sich wieder trauen, Betriebsfeste zu machen und dass wir dann einfach unseren Job wieder weitermachen können, so wie wir es jetzt 35 Jahre gemacht haben. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit, bleibt gesund, vergesst uns nicht, kommt wieder, wenn es soweit ist, feiert, lasst es krachen, freut euch auf die Zeit, wenn es besser wird. Vielen Dank.